Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochlade. Ich weiß nicht, zwischen welchen Teilen ich dieses Video hochlade. Das heißt, es könnte sein, dass wir uns entweder in einer Zeitblase gerade befinden und ihr vielleicht so ein bisschen rechts hinter mir im Hintergrund schon etwas erahnen könnt, wie es so weitergeht. Oder ihr habt das Ganze schon gesehen, keine Ahnung. Wir schmeißen den Motor raus aus dem Auto. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, oh, was hat der vor? Das werde ich noch nicht verraten. Was ihr auf jeden Fall gesehen habt, ist, dass ich... da war Nelly gerade. Dass die Kotflügel habe ich schon rangebaut und die Frontstoßstange habe ich schon drangebaut. Die müssen wir jetzt einmal wieder runternehmen, weil der Wagen geht halt einmal jetzt zur SAR. Ich habe den Trailer mir von Philipp geliehen, danke auf jeden Fall dafür. Das heißt, wir machen Kotflügel ab. Da ist der Kotflügel, wir machen Kotflügel ab, wir machen Stoßstange ab. Ich muss drüben die Tür noch wieder einbauen. Auf der Seite ist die Tür schon wieder drin, aber ich weiß halt nicht so ganz genau, was ihr schon gesehen habt am Videomaterial oder was halt auch nicht. Geht hier gerade echt Schlag auf Schlag und bin ich auch, ja, mega happy und danke, dass ihr das Ganze so mit mir zusammen feiert. Finde ich cool, dass ihr da genauso viel Freude dran habt, wie ich auch. Ich muss ja die Türen wieder einhängen und zwar, die werden, kann ich euch gleich noch im Auto zeigen, die werden hier einfach nur reingehängt und ich habe das ganze Scharnier ausgebaut. Das habe ich das Scharnier am Auto einfach abgemacht und habe es hier dran gemacht, weil das ist ja hier ringsrum, ist ja noch so ein bisschen Dreck, da unten, hier ist ja so ein bisschen Dreck und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt die Tür nicht einstellen muss und das so passt. Viele von euch werden wahrscheinlich eine Ahnung haben, was passieren könnte. Ich weiß noch nicht, ob das so ganz richtig ist. Also eure Ahnung. Wir haben jetzt einmal den Trailer festgemacht. Jetzt war ich noch auf Dominik. Der begleitet mich nämlich heute. Es ist schon echt ziemlich früh. Ich sehe wahrscheinlich auch extrem fertig aus. Ich habe 2-3 Stunden nur gepennt. Wir fahren jetzt erstmal los. Bei SAR angekommen. Hier steht auch schon Sascha. Oh, hi. Ja, wunderschön. Guten Morgen. Dein Kollege muss jetzt einmal einen Booster holen, weil Batterie ist tot. Ja, gut, das hast du mal. Wenn er ein bisschen in der Halle rumsteht, was weiß ich, hast gerade noch Zündung angehabt oder die Tür offen, dann bleibt das Licht ja auch an. Ne? Ja. Dann geht die Batterie schon mal leer, ist normal. Tja. Ich habe ja, ich habe schon eine andere Batterie. Eine richtig brutale Batterie sogar. Die stelle ich euch in einem anderen Video vor. Ich habe die jetzt extra noch nicht eingebaut, weil, ja, jetzt kommt der Motor eh wieder raus, dann ist ja Batterie quasi dann auch mit draußen, ne? Ja, also die Batterie werde ich so oder so ausbauen, weil ich an den Getriebemotor halten muss. Ja. Gut, ich hätte sie ja zum Laden, hätte ich sie jetzt angehängt, ne, und dann hätte ich sie dir wieder mitgegeben, aber da das Auto eh heute wieder mitnimmst. Wenn wir einen Motor dann halt wieder reinhängen, dann kriegt ihr das auch quasi zu sehen, die neue Batterie. Die wird dann eingebaut. Die gute neue Batterie. Die gute neue Batterie. Als ich eben das Lenkrad wieder in der Hand hatte, ist so, so schön. Oh, das ist auch schön. Was ist denn da? Oh, da ist Rode. Da ist übrigens Dominik, den habe ich heute mit. Guten Morgen. Ja, hier kommt jetzt einmal, mach mal Sascha bitte Motorhaube auf. Ja. Nee. Also mach mal bitte Motorhaube auf. Ich dachte, du hättest nur angelegt. Nee. Ja, hier ist das alte Ding noch drin, aber wie gesagt, da kommt Nachschub. Das wird schon. Hast du uns noch alles angeschlossen, ne? Hast noch nichts abgemacht? Nee, ich hab nur Stoßstange ab. Sag mal, was ist das denn hier in Schalter? Ja, wenn du magst, darfst du ihn dann auch quasi übernehmen. Darf ich, ja? Darfst du, ja. Ja, was ich so geil fand, ich habe ein Reel gemacht bei Insta und ich wollte eigentlich nur anteasern die Kotflügel. Ja. Weil wir haben jetzt heute Samstag und morgen geht das Video online, wo ich den Leuten quasi das Oettinger-Kit vorstelle. Und alle schreiben 5-Zylinder, 5-Zylinder, 5-Zylinder. Gar keiner hat mitgekriegt, dass da die Kotflügel schon drauf sind. Ja. Fand ich übelst cool.
Das ist gut. Ja. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir in diesem Video erklären, was genau ich vorhabe. Wir reißen ja heute erstmal nur den Motor raus. Genau. Okay. Erstmal leer machen. Erstmal leer machen. Platz schaffen. So, guck mal, was haben wir denn hier? Ja, guck mal, was so noch passiert. Ich will nicht, dass am Ende irgendjemand sagt, ich hab's gesagt, ich hab gar nichts gesagt. Ich zeige euch einfach ein paar Bilder und wir gucken mal, was so passiert. Komm, sind geil, oder? Ja, die sind brutal. Ja. Hast du gesehen, was da draufsteht? Ja, ein Datsa. Dann verraten wir euch nicht, was wir jetzt machen. Wird auf jeden Fall cool. Ja, mega cool. So, hier haben wir noch ein schönes Alufoil. Mhm. Schon schön, das sieht gut aus. Schon schön, ne? Ja. Gut aus. Einmal mal reinschnuppern hier, ne? Von der. Das sieht gut aus. Ja, durch dieses Double Bridge, was die hier haben, ist es so, dass du am besten, sag ich mal, die getaperten Pläule nimmst. Was heißt getapert? Getapert heißt einfach spitz zulaufen. Ne? Mhm. Das sind so die ganzen Datsa und sowas. Also es fing an so mal, dass die im 1.8T verbaut haben, original, mit 19er Kolbenbolzen. Das war, glaube ich, so A4 und sowas gab es die, ne? Getaperte Pläule, fing mal an beim 1.8T. 1.8T, ich Passat glaube, haben wir es mal Passat, gehabt. Ne? A4 auch, also längs eingebaute. Genau. Und ja, doch längs. Genau. Ja, und dann ging es eigentlich weiter so im Datsa sowieso. Ne? Die haben ja, sowieso im Datsa, alle das ist jetzt das Neueste, Pläule, aber ne? Es fing ja an mit den 2 Liter TFSI, da sind sie angefangen irgendwann zu tapern. Aber auch nicht bei allen. Nicht bei allen, AXX CDLA, zum Beispiel. Ja, AXX ja, aber ja. Die größeren wiederum nicht. Ne? Genau. Die CDLA oder so gab es die nicht die getaperten Pläule drin. Im CDLA waren normale Pläule genau. Drin, das stimmt. So, geht hier ruckzuck, während wir gerade hinten waren, wurde hier schon mal die Ansaugung rausgebaut. Hier sieht man immer noch schöne Rohr von HG. Schon schön, so ein Motorraum mit dem R drin. Was denkst du, wie lange brauchen wir so? Eine Stunde. Stunde, ne? Zurück ins Licht. Tada! Da ist das Ding. Es hat bis jetzt echt gute Dienste geleistet. Ja, ich meine, diese R888-Motoren, die sind auch extrem gut. Ne? Es gab mal eine Serie, die war ein bisschen schlechter. Aber das war schon... Also die können schon was serienmäßig. Ne? So, Motor ist draußen. Ja. Ging echt schnell. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Also mit Sascha habt ihr einen echten Zugewinn in der Firma. Muss man echt mal sagen. Definitiv. Seit 12 Jahren jetzt. Bald das 13. Jahr. Haben wir letztens noch drüber gesprochen. Ja. Ja. Zum 15. gibt es erst wieder was Neues. Oh, verdammt. Obwohl, das passt ganz gut. So, ja, wie gesagt, Motor steht da hinten in der Ecke. Wie das jetzt Ganze, was so in dem Motorraum passiert, wie es da weitergeht, das dreht ihr für euren Kanal, ne? Genau, richtig. Da werden wir jetzt weitermachen. Da werden wir uns jetzt einfach mal überraschen lassen, was der Sascha so vorhat und was wir machen. Das verraten wir noch nicht. Das würde ich sagen, sehen wir dann demnächst auf unserem YouTube-Kanal mit dem Sascha zusammen, was wir so alles an dem Auto noch rumbauen und umbasteln. Vielleicht kommt ja René zwischendurch zu Besuch.
Genau, ja. Richtig. Genau. Nee, ja, wie gesagt, wir werden das jetzt weiter auf unserem Kanal, könnt ihr das verfolgen. Wir werden jetzt ein paar Sachen mit dem Auto und dem Motor noch anstellen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Karosse nehme ich jetzt erstmal wieder mit, damit ich weiterbauen kann. Ja, gibt ja schon ein paar schöne Teile, so kleine Details hat man ja schon gesehen, denke ich mal jetzt. Ne? Ja, ja, morgen. Im Bereich also, des Vorderen. Ja, also morgen, heute ist ja Samstag, morgen geht das Video online, wo ich quasi vorstelle. Also jetzt wissen die Leute schon, wenn sie das Video hier sehen, okay, wissen sie schon, was mit der Außenhaut passiert. Ja, auf jeden Fall. Freut euch auf jeden Fall drauf, wie es weitergeht. Und wie gesagt, demnächst seht ihr dann, was mit dem Motor und alles passiert bei uns auf dem Kanal. Okay. Dann würde ich sagen, wir beide sind raus. Ja. Ciao.